Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem, ich glaube, teuersten, spannendsten, investigativsten, aufregendsten Video dieses Jahres. Bis jetzt. Ich bin hyped, ich bin schock, ich liege auf dem Boden, ich habe soeben meine Niere verkauft und meine Milz für dieses Video und ich bin richtig, richtig gespannt darauf. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Hermes ist in die Beauty-Welt eingestiegen und ich dachte mir, okay, Hermes ist sehr, 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 sehr teuer. Ist eine High-End-Luxus-Taschen-Designer, alles mögliche Marke. Und ich dachte mir, okay, wenn so eine Marke in die Beauty-Welt eintritt und sich diesen Schritt wagt, dann müssen die Dinger gut sein. Und wir werden schauen, was da drin ist. Und damit mein Team Günstmaus-Herz das übersteht, habe ich vermutlich auch drei Dupes zu den Stiften, die ich gekauft habe, aus der Drogerie für euch. Also bleibt auf jeden Fall dran und es geht auch gleich los. Ich freue mich, dass ihr heute hier mit dabei seid, Freunde. Für mich ist es ein super aufregendes Video. Ihr werdet sehen, ich habe alles so ein bisschen mitgefilmt. Meine Aufregung, meine Ängste, meine Sorgen, mein Drama, mein Verkauf meiner, ne? Es ist alles mit dabei und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich möchte eine neue Videoreihe starten und ich glaube, welches Thema ist das, könnte nicht besser sein als dieses hier, wenn wir mit Hermes anfangen. Ich möchte wirklich High-End-Luxus-Marken. Ich rede nicht von Huda Beauty, sondern wirklich High-End. Gucci, Hermes, Louis Vuitton, High-End-Marken, die ins Make-up-Game kommen. Und es werden dieses Jahr einige Marken dazukommen, testen. Aber damit das für Team Günstmaus auch einfach Sinn macht, günstige Alternativen dafür finden oder schauen, ob es dafür überhaupt günstige Alternativen gibt. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt. Es war sehr teuer. Es war sehr teuer, aber ich dachte mir, okay, investigativer Make-up-Journalismus ist am Start. Deswegen fangen wir jetzt an. Ihr werdet gleich einmal sehen, wie der ganze Ablauf war und dann schauen wir in die Tüte. Ich bin gerade bei Hermes auf der Webseite. Ich habe eben ein Telefonat geführt mit der Kundenberatung und habe mich für drei Lippenstifte entschieden. 186 Euro und sie liefern es auch, aber ich hole es ab. Für 186 Euro möchte ich das Erlebnis haben. Ich habe mich für drei entschieden, einen matten, einen Gloss und einen seidig glänzenden Lippenstift und ja, Abholung im Geschäft. Ich bin im Geschäft. Hello, guten Morgen. Es ist zwei Tage später. Tatsächlich habe ich am nächsten Tag schon die E-Mail bekommen, dass die Produkte jetzt überraschenderweise super schnell im Laden waren. Ich hatte ja die Lieferung ausgewählt in den Laden und das werden wir jetzt abholen. Freunde, ich bin tatsächlich total nicht aufgeregt, aber so ein bisschen verunsichert, weil man hört halt viel, wie das in den super, super High-End-Läden abläuft und ich bin ja eigentlich nur ein kleiner Junge, der Lippenstifte gekauft hat und ich weiß nicht, wie die Leute dort drauf sind, vielleicht sind sie super nett. Was mich so ein bisschen beruhigt hat, war auf jeden Fall die Dame am Telefon, mit der ich die Bestellung durchgeführt habe. Das war super, super nett und deswegen freue ich mich jetzt auf den Besuch im Laden. Ich habe mich ein bisschen schick gemacht, weil ich wollte da nicht in zerrissener Hose und in, weiß ich nicht, im Sweater kommen. Ist eigentlich total oberflächlich und total unnötig, aber ich kenne das aus anderen Läden, dass so wie du dich kleidest, du da auch ein bisschen behandelt wirst. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ich unterstütze das nicht. Aber zuliebe zu Lippenstiften machen wir das. Und wir fahren jetzt los. Ich nehme euch mit. Ich kann im Laden natürlich nicht filmen, aber so ein bisschen vorab und ich nehme euch auf jeden Fall mit. Und sobald ich wieder draußen bin, ja, melde ich mich. Es hat, glaube ich, eine Stunde gedauert, bis ich jetzt endlich angekommen bin. Ich habe keinen Parkplatz gefunden, ich habe Verkehr, Berlin halt. Ich weiß nicht, ob ihr den Kudamm kennt und ob ihr schon mal in Berlin wart, aber es gibt den Kudamm, das ist so die Hauptshoppingstraße und das ist unterteilt in zwei Teile. Einmal den vorderen Teil und einmal den hinteren Teil. Und so der touristische Ort mit der Gedächtniskirche und so, das ist alles dort vorne. Dann gibt es aber noch den hinteren Teil und hier ist, dort ist Cartier, dort ist Chopin, dort ist Rimowa, dort ist Dior und dort ist Hermes. Ist nicht so meine Gegend, vor allen Dingen, nee, es ist einfach nicht so meine Gegend. Also ich fühle mich hier so ein bisschen kleinlich. Egal, Freunde, ich hole jetzt einen Parkschein, weil das Ordnungsamt ist da hinten schon. Und dann schauen wir mal, wie es ist. Drückt mir die Daumen, aber was soll denn schief gehen? Oh Gott, das ist alles aufregend, mein Gott, ich kaufe nur Lippenstifte. Okay. Kurzer Disclaimer vorneweg, das ist natürlich kein Ende von Team Günstmaus. Ganz im Gegenteil, ich möchte tatsächlich in diesem Video so meine Vorstellung beweisen, dass High-End
nicht unbedingt gut sein muss. Vielleicht ist es gut, aber vielleicht finden wir auch günstigere Alternativen mit denselben Farben. Denn ich hatte euch bei Instagram gefragt, welche Farben ich kaufen soll. Und ihr habt dafür abgestimmt. Ihr habt für eine schlichte und eine bunte Farbe entschieden. Und ich dachte mir, okay, zwei sind gut. Es gibt aber drei verschiedene Texturen in den Lippenstiften. Und ich habe drei Stück gekauft. Jeweils 68 Euro. Aber Freunde, ich habe das Ganze bestellt, ihr habt es gesehen, dieses Feeling, auch dieses Telefonat mit der Dame in der Kundenhotline war wirklich, wirklich nett. Ich hatte aber trotzdem so ein bisschen Angst, in den Laden zu gehen, weil diese High-End-Marken haben den Ruf, dass sie halt sehr hochnäsig sind. Und ich fühlte mich heute Morgen wie so ein kleiner Junge, der gar nicht weiß, was er da machen will und irgendwie... Ich habe mich selber nicht so ernst genommen, glaube ich, in dem Moment, was total doof ist, weil ich bin Kunde, das ist ein ganz normaler Laden und da arbeiten ganz normale Menschen. Aber ich wurde des Besseren belehrt, es war super, super netter, sehr, sehr angenehm. Ich bin auch tatsächlich der Erste in Berlin, der die Lippenstifte bestellt hat und gekauft hat. Es gibt die Lippenstifte im Hermes Store in Düsseldorf, in München und Stuttgart oder Köln, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich habe sie mir online bestellt, ihr habt es gesehen und tatsächlich nach nicht mal 24 Stunden war das Paket auch schon bei Ihnen im Shop und ich habe es soeben abgeholt. Freunde, und jetzt hier kleines Hermes-Unboxing. Ich habe eine größere Tüte bekommen, weil ich noch was anderes mit da reingepackt habe, aber Freunde, das ist einmal die Box. Ich hatte sie schon einmal kurz aufgemacht mit ihr, deswegen habe ich das, ich habe geguckt, ob alles wirklich das Richtige drin ist, weil 170 Euro und dann ist irgendwas Falsches drin. We don't do that. Ja, also das ist einmal die Box, in der die Produkte kommen, wenn ihr sie online bestellt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ihr sie im Laden kauft, aber ganz ehrlich, wenn man dieses Gefühl von, man kauft sich irgendein Luxusgut haben möchte, dann bestelle ich mir das, damit ich wenigstens diese Box habe und weiß, wo mein Geld drin liegt. Okay, das ist einmal die Box und die kommt mit so einem Band hier. Und das machen wir einmal ab. Und dann, Freunde, seid ihr bereit? Ich bin es nicht. Ich habe die Lippenstifte noch nicht gesehen. Die Box kommt einmal so und wenn wir sie öffnen, haben wir hier einmal Seidenpapier. Ist ganz besonders toll, aber wie gesagt, ne, bei dem Preis möchte ich auch das. Und dann kommt so ein Staubbeutelchen. Vielleicht kennt ihr sowas, das sind einfach so Beutelchen, wo man meistens so Kleinlederwaren oder Handtaschen irgendwie mit reinmachen kann, damit sie nicht einstauben und so ein bisschen geschützt sind. Bei Lippenstiften? Why? So, Freunde, und dann kommen die Lippenstifte einmal so verpackt. Hermes, die eigene Farbe ist dieses Orange und der Slogan dieser Kampagne war Orange wird rot für Lippenstifte, Rouge, Rot, Rot, Rouge, Lippenstifte, Rouge, ne? Yeah, you get it. Was ich ganz besonders spannend fand und was mich dann auch wirklich überzeugt hat, dieses Video zu drehen, war tatsächlich, wenn so eine Luxusmarke irgendwie Make-up rausbringen möchte, es kann totaler Flop werden oder es wird halt richtig gut. Und wenn so eine Marke wie Hermes in diese Branche eintritt, müssen sie sich was einfallen lassen. Und ich finde, das haben sie gemacht. Wie gesagt, preislich, dürfen wir gar nicht drüber reden, weil das ist einfach irre. Das ist irre, da bin ich vollkommen ehrlich mit euch. Egal, was dieser Lippenstift kann, 70 Euro für einen Lippenstift, selbst wenn ich das Geld hätte und nicht wüsste, was ich damit machen will als Endverbraucher, girl. L'Oreal hat auch welche und ich finde 12 Euro für einen Lippenstift schon recht teuer. Egal, die Lippenstifte kommen einmal so verpackt. Und was ganz spannend ist, ist, ihr kauft euch einen Lippenstift und der Flakon bleibt. Also ihr zahlt einmal 68 Euro für einen Lippenstift. Und das Schöne ist, ihr könnt euch Nachfüller kaufen. Das heißt, es wird Verpackung gespart. Es ist alles so ein bisschen nachhaltiger. Und was ich ganz schön finde, ist diese Verpackung hier, dieses Papier, ist aus, es steht sogar drauf, unbehandeltem Papier gemacht aus recyceltem Papier. Also das ist eine recycelte Verpackung. Ist sehr, sehr innovativ für so eine High-End-Marke, die meistens... Denen ist das egal. Es gab vor einem Jahr ein Drama bei Burberry, egal. Aber eine tolle Sache. Jetzt, Freunde, kommen wir zu dem Teil, der mich ein bisschen umgehauen hat. Denn auch hier ist die Verpackung einmal nochmal der einzelnen Lippenstifte. Und dann, Freunde,
kann man das so aufschieben. Also ihr merkt schon, das ist halt sehr, sehr extra. Ne? Ganz ehrlich, wenn ich einen Lippenstift kaufe, wenn ich 70 Euro für einen Lippenstift aufgebe, dann ist das das Mindeste, was ich haben will. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen zielgruppenorientiert. Und bitte vergesst nicht, das ist nicht, um zu zeigen, ich habe mir einen Lippenstift für 70 Euro gekauft, sondern ich möchte herausfinden, sind die gut? Würde sich 70 Euro dafür lohnen? Und welche Alternativen gibt es zu den Farben, die ich mir jetzt hier ausgesucht habe? Gibt es die? Sind die so innovativ, die Farben? You get it. Auf jeden Fall packen wir das hier aus und dann kommt das Ganze nochmal verpackt in so einem Staubbeutelchen. Und dann kommt einmal der Lippenstift an sich. So sieht der einmal aus. Also wenn ich euch sage, schwer, packt nochmal 10 Gramm drauf. Das Ding ist wirklich schwer. Das ist Metall hier unten. Das fühlt sich fast an wie Porzellan. Ich weiß es nicht, aber schaut euch mal bitte. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt in dem Licht. Da ist so ein Pressing drin. Richtig, richtig schön. Und dann packen wir das einmal auf. Ich habe mich für 3 Farben entschieden. Eine tragbare für den Alltag, eine sehr, sehr bunte im klassischen Hermes Orange und ein Lipbalm, Lipgloss. Ich weiß es nicht. Und so sieht einmal der Lippenstift aus. Wenn man ihn hier hochdreht, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber hier steht auf jeden Fall nochmal Hermes drauf. Und das ist ein schönes Nude. Also das könnte genau meine Lippenfarbe sein. Ich hoffe es, weil wenn ich Lippenstift im Alltag trage, dann eher so meine Lippenfarbe. Des Weiteren habe ich mir die Farbe, achso, ist übrigens made in Italy. Ach, wieder französisch. Wie heißt denn die Farbe? Ich packe es mal aus. Also wieder dasselbe Spiel hier. Das ist die Farbe Orange Boit Boit 33. Und das ist eine Farbe, die fand ich sehr, 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 sehr spannend. Das ist dieses klassische Hermes Orange. Finde ich, ist, glaube ich, eher so ein Sammlerstück. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt Hauttypen, denen das sehr, sehr gut steht. Und dann etwas, wo ich dachte, okay, eigentlich brauche ich das nicht, weil es eine andere Textur ist und das ist hier, ne, ich rechtfertige das die ganze Zeit, das ist albern. Habe ich hier einmal die Farbe Brillant à Lèvres Poppy. Das ist eigentlich nur so ein Lipgloss. Sieht aber auch orange aus und kommt einmal mit einer anderen Verpackung. Es gibt limitierte Editionen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man das rausnehmen kann. Ich habe auch ehrlich gesagt Angst, da jetzt dran zu ziehen, um das dann auszutauschen oder wie man das austauscht. Aber man kann es austauschen. Ich werde jetzt die Farben swatchen, werde mich auf den Weg zu Rossmann und DM machen und Dupes dafür suchen. Ich bin gespannt, ob wir was finden. Ich meine schon. Und das machen wir jetzt. Alright, Freunde, ich bin zurück. Es ist ein Tag später. Ich habe dasselbe angezogen, mich neu geschminkt und eine Nacht einmal drüber geschlafen, einfach weil es ja doch ein recht spezielles Video ist. Ich glaube, ich bin fündig geworden. Es hat länger gedauert als gedacht. Ihr könnt ja noch sehen, die ganzen Farben. Ich habe bestimmt in den letzten 24 Stunden hunderte Lippenstifte an meinem Arm geswatcht. Meine Haut tut weh. Aber ich meine, ich habe einige gefunden. Ich würde vorschlagen, ich zeige euch erstmal auf den Lippen die Originale. Dann zeige ich euch die Dupes und dann swatche ich sie einmal nebeneinander. Ich würde anfangen mit dem, der mir am besten gefällt. Und das ist die Farbe Beige Kalahari. Das ist Nude und das sieht so aus, als würde es zu meiner Lippenfarbe passen. Also es sieht aus, als wäre es meine Lippenfarbe. Und mir blutet das Herz, diesen Lippenstift an meinen Mund zu tun. Aber dazu sind sie da. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal das Ding und wir machen es mal. Wow. Das ist 1:1 meine Lippenfarbe, vielleicht ein kleines Stückchen heller. Sehr, 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 sehr schöne Farbe. Das ist so ein seidig matt. Sonst, wie heißt es bei Ihnen? Satin Lipstick. Also der ist nicht glossy, der ist aber auch nicht matt. Der sieht sehr natürlich aus. Also, wenn man es jetzt nicht besser wissen würde, könnte man sagen, ich hätte keinen Lippenstift drauf. Ist es was Gutes oder ist es was Schlechtes, wenn ich 70 Euro für einen Lippenstift ausgegeben habe? Keiner weiß. Aber das ist einmal Beige Kalahari. Sehr schön. Also, ich habe mir auch die Farbe bewusst ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich das Geld für dieses Video ausgebe, dann möchte ich zumindest einen von den 3 Lippenstiften benutzen können. Das kann ich auf jeden Fall damit sehr, sehr gut. Das ist eine Farbe, wo ich mir vorstellen kann, dass ich die auch im Alltag trage. Also ich trage ja eigentlich keinen Lippenstift im Alltag, weil ich finde, das sieht immer irgendwie, das ist zu viel für mich. Ich meine, ich bin ja schon viel. Und dann auch noch Lippenstift. Aber das ist eine Farbe, das sieht aus wie schöne, gepflegte, zarte Lippen. Und das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Also
Die Farbe an sich kriegt 100 Punkte und auch das Finish, das ist, ihr könnt es ja erkennen, das ist, also die Kamera ist jetzt so eingestellt, dass ihr die Farbe genau erkennen könnt und das Finish. Es ist nicht glossy, es ist aber auch nicht matt. Das mag ich sehr, sehr gerne. Es fühlt sich auch nicht trocken an. Es fühlt sich aber auch nicht so an, als hätte ich irgendwie Schleim auf den Lippen. Ich würde weitermachen mit der Farbe Orange Boit, keine Ahnung, das ist Orange. Und das soll matt sein. Sieht auch recht spannend aus. Ich bin gespannt, wie die Farbe durch meine Lippen durchkommt, weil die eigene Lippenfarbe scheint ja immer so ein bisschen durch. Wow, richtige Review zu Lippenstiften. Iconic. Okay, ich habe euch am Anfang des Videos gesagt, dass ich glaube, dass die Farbe schwierig sein wird auf den Lippen, weil Orange mit verschiedenen Hautfarben immer ein bisschen schwierig ist. Aber die Zähne sehen sehr, sehr weiß aus, was mich wundert bei Orange. Ich erinnere an diesen gelben Jeffree Star Lippenstift, wo alle Zähne, egal ob aus Plastik, aus Porzellan oder aus echtem Zahn, gelb aussehen. Da ist aber ein leichter Blauanteil mit drin in dem Orange. Also das ist eine Farbe, die würde jetzt zu diesem Look passen. Mit grünes Hemd, orangefarbener Lippenstift, Statement-Lippe, fertig. Gefällt mir gut. Der ist tatsächlich etwas trockener auf den Lippen. Aber wir haben noch einen weiteren Lippenstift. Den anderen, das ist so ein Lipgloss eigentlich. Beziehungsweise so ein glitzeriger Lippenpflegestift. Das ist einmal dieser hier. Und das ist die Farbe, ja, das sage ich lieber nicht. Brillant à lèvre Poppy. Und der sieht orange aus, der hat aber Glitzer drin. Schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ihr diesen ganz leichten Tint Farbe sehen könnt. Der hat so ein bisschen Orange und Glitzer drin. Den hatte ich gestern schon getragen. Der sieht recht natürlich aus. Also im Alltag auch eine schöne Sache für so einen ganz leichten Touchfarbe. Auch hier. Das ist eine Textur, die kenne ich so nicht. Und ich kann ja schon euch sagen, das war das größte Problem, diesen Lippenstift in der Drogerie zu finden. Ich zeige euch jetzt gleich eine Alternative dazu wahrscheinlich. Aber auch der gefällt mir sehr gut. Ich habe nämlich einige Lippenstifte gekauft. 4 Stück habe ich eben noch gekauft. Und ich würde jetzt mal meinen Arm vorbereiten und euch die Farben swatchen. Ich fange als erstes mit dem Orange an, denn das ging recht einfach, glaube ich. Weil Orange ist ja jetzt nicht so die alltagstauglichste Farbe. Aber wir swatchen einmal hier. Das ist Hermes. Kommt gut durch. Dann habe ich ein Liquid Lipstick von We Makeup. Der ist ein bisschen dunkler, aber der Vibe kommt durch. Ihr seht es. Also, okay, in der Kamera sieht es doch dunkler aus als gedacht. Und dann habe ich von Rival de Loupe für, ich glaube, der hat 1,29 € gekostet, einen Lippenstift gefunden, der sehr orange ist. Der ist auch ein bisschen krass. Sieht ganz anders aus und ich habe jeden Lippenstift in der Drogerie geswatcht. Vielleicht, wenn man die so ein bisschen mischt? Nee. Nee. Das ist nix. Okay, also wie gesagt, ich dachte, dass das eine Alternative sein könnte. Vielleicht ist es eine Alternative zum orangefarbenen Lippenstift, wisst ihr? Also die exakt gleiche Farbe werde ich mit Sicherheit nicht finden. Eine Sache als Alternative zu diesem Gloss wäre von Essence dieser Shine, Shine, Shine Lipgloss. Hat Wet Look. Der ist etwas glossiger natürlich als der Lippenstift. Aber wenn ihr davon nur ein ganz kleines bisschen raufgebt, habt ihr denselben Effekt. Es ist ganz leicht orange. Es hat Glitzer mit drin. Der Glitzer ist dieselbe Farbe, dieses leichte Güldene. Und der gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich glaube, das ist so ein 1:1 Dupe. Wenn ihr ganz bisschen nur nehmt, habt ihr einen leichten Gloss-Effekt. Wenn ihr mehr nehmt, habt ihr natürlich mehr Gloss-Effekt. Und ihr könntet dann natürlich auch noch einfach mit so einem orangefarbenen Lippenstift rübergehen. Exactly the same. Exactly. Was mir sehr schwer fiel, war dieser Nude-Ton. Denn ich habe die letzten 6 Jahre gefühlt nach einem nudefarbenen Lippenstift für meine Lippen gesucht. Ich habe nie einen richtigen gefunden. Ich zeige euch jetzt aber mal ein paar, die ich so gefunden habe. Und ich swatch einmal nochmal hier den MS-Lippenstift. Sehr schöne Farbe. So ein Rosenholz, so ein bisschen soft, ein bisschen weich. Dann habe ich hier von Nabla ein. Das ist die Farbe Chloe. Der ist aber matt. Der kommt dem schon sehr, sehr nah, finde ich. Dann habe ich hier einmal gekauft von Rival Loves Me die Farbe Desert Storm oder Dream.
Storm. Der ist auch ein bisschen dunkler, aber ich glaube, wenn man den ein bisschen nur so auftupft, hat man einen ähnlichen Effekt. Und hier von Catrice den Plumping Gel Lipstick in der Farbe 20. Den muss man halt etwas mehr aufbauen, ne? Aber dann kommt der schon so ähnlich ran. Also ich glaube, so eine Kombination. Ich würde fast sagen, dass der Nabla-Lippenstift hier in der Mitte ein 1:1 Dupe sein könnte. Wie gesagt, das kommt halt immer so ein bisschen auf die eigene Farbe drauf an. Beim Orange bin ich jetzt überrascht, dass ich das nicht hinbekommen habe, so richtig zu swatchen. Ich meine, das ist klar, Farben 1:1 zu kopieren ist super, super schwierig. Es reicht nur, wenn 2 Milligramm von Orange in dem Töpfchen zu viel oder zu wenig drin waren, dann ist die Farbe anders. Ich glaube aber, die Message ist rübergekommen. Ich hoffe es zumindest. Das sind wunderschöne Lippenstifte. Dieses Erlebnis dazu, mega. Man geht da rein, man fühlt sich toll, man gibt 70 Euro für einen Lippenstift aus und man wird ein bisschen behandelt wie ein König. Am Ende des Tages, Freunde, ist es ein Lippenstift und es ist viel, viel Geld. Wenn es jemand kann und keine einzige Sekunde daran zweifelt, dass es zu viel Geld ist, go for it. Go for it. Was ich euch damit aber auf den Weg geben möchte, und ich hoffe, ihr seid noch dran an diesem Video, ist, es ist unnötig, denn es gibt Farben in der Drogerie, die so sind oder so ähnlich. Und selbst wenn ich mir 3 Lippenstifte in der Drogerie kaufe und die so ein bisschen mische, dass ich eventuell 1:1 dieselbe Farbe habe, habe ich immer noch 40 Euro und kann lecker essen gehen mit meinem Mann. Na, ich hoffe, dass ihr die Message so ein bisschen verstanden habt. Ich sehe aber auch so ein bisschen meine Aufgabe hier auf YouTube, dass ich euch die neuesten Sachen zeige, was es alles gibt. Und ich werde jetzt nicht jede Woche eine High-End-Lippenstift-Review zu irgendwelchen Lippenstiften machen. Nein, ganz im Gegenteil, sondern wenn ich das mache, möchte ich euch Alternativen aufzeigen, weil Team Günstmaus ist am Start. Und ich hoffe, Freunde, ihr habt ein wenig Spaß. Ich hoffe, ihr seid nicht ganz so schockiert wie ich über die Lippenstifte, die ich jetzt hier stehen habe. Freunde, ich würde mich verabschieden. Schön, dass ihr hier wart. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schaut die Werbung bis zum Ende. Papa muss das Geld wieder reinkriegen für hier die Lippenstifte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.